würde jetzt gerne Ihre Aufmerksamkeit auf eine Technologie lenken, die also ganz extrem davon ablenkt, dass Elektrobikefahren etwas für ältere, behäbige Menschen ist, die es gemütlich angehen wollen. Ich habe ja schon heute am Vormittag einmal erzählt, es gibt Elektrofahrräder auch in Ausbaustufen, die hoch anspruchsvoll sind. Und ich habe jetzt hier den Mario von EgoKids bei mir, der auf so einem Fahrrad sitzt. Wir stehen hier rechts von der Sprungrampe, wenn man auf das Rathaus steht. Und das ist ein Modell, habe ich mir sagen lassen, mit dem man Höchstgeschwindigkeit bis zu 70 km/h erreicht. Und vor allem, man bekommt bei EgoKids die sogenannte Wheelie-Garantie. Was bedeutet das, Mario? Ja, hallo. Wheelie-Garantie ist, jeder, der sich drauf ist, wir sind Wheelie weggefahren. Das Ding hat einfach mehr Power. Und wenn man den Gashebel zieht, dann steigt es einfach vorne hoch. Und genau das ist der Sinn bei uns. Wir haben Spaß, wir geben Gas und dafür brauchen wir eben die Power. Wie kommt man denn in einer Zeit, wo alle versuchen, so möglichst entspannt und gemütlich durch die Welt zu gleiten, wie kommt man auf die Idee, so ein Geschoss zu bauen? Das ist ja eigentlich, wenn man es mit einem normalen E-Bike vergleicht, wie ein Rennauto mit einer Schubkarre. Ja genau, es ist wie ein Rennauto und genau da kommt eine Idee her. Es ist eine Trainingsmöglichkeit gewesen zum Bahnfahren, um auf die Berge zu kommen, wo keine Lichter sind. Und genau das haben wir auch beim Eisberg in Salzburg. Und ja, jetzt können wir jede Idee erreichen, immer mit dem Downhill-Bike unterwegs sein. Und die ist von 2000 Meter Höhe, wo auch immer. Ich habe gesehen, du hast da einen Rucksack hier hinten drauf. Das ist also kein Trinkrucksack, sondern da ist der Akku drinnen. Das ist ja physikalisch, glaube ich, sogar ganz schlau. Man sagt ja sogar, dass es leichter ist, wenn man die Trinkflasche im Körper trägt und nicht direkt am Fahrrad hat. Also aus irgendeinem Grund ist es leichter, ein Fahrrad zu bewegen, wenn man das Gewicht am Rücken hat. Da ist jetzt der Akku drinnen. Was wiegt das? Was hat das für eine Kapazität? Wie lange reicht das vor allem? Wie weit komme ich mir so? Ja, man kommt ca. 2000 Höhenmeter, wenn man so mitredet. Oder zum Beispiel selber die Weltcup-Strecke im Leogang rauf und runter. Also man hat da schon eine gute Reichweite. Aber es ist tatsächlich der beste Ort für uns, wenn man High Performance will. Weil das Gewicht vom Fahrrad wegkommt. Man hat dann nur das Fahrrad, mit dem man arbeiten kann, ein gutes Handling. Und der Rücken ist der ruhigste Ort am System Mensch und Maschine. Man reitet nicht auf einem Elefanten, sondern mit einem Mustang. Wow, das ist ja eigentlich, das wäre das wohl schon ziemlich gewinnen. Wie viel wiegt so ein Rucksack und was kostet so ein Fahrrad? 6 Kilo wiegt der Rucksack jetzt. Kleinere Batterie 5 Kilo. Kosten wird das System ab 5000 Euro Motor und Fahrrad. Und wenn ich das richtig verstanden habe, kann man am Stand von EgoKids, der auch dort aufgebaut ist, wo die E-Bike-Teststrecke ist, kann man das tatsächlich testen. Muss man da vorher bei euch irgendwas unterschreiben, dass man für nichts haftbar ist? Weil das Ding geht, glaube ich, Spitze 70 km/h. Da kann man auch schon ganz schön das Unheil anrichten, wenn man nicht aufpasst. Ja, natürlich. Vorher anmelden bei der Testbike-Anmeldung, Haftbarschluss. Und dann zurückkommen und den Wheelie abholen. Also meine Damen und Herren, wenn Sie Lust haben, mal ein Elektrofahrrad auszuprobieren, das 70 km/h Spitzengeschwindigkeit geht und wenn Sie in der Lage sind, einen 6 Kilo Akku-Rucksack zu tragen, dann lade ich Sie herzlich ein. Schauen Sie zum E-Bike-Trainingsparcours, Ausprobierparcours, besuchen Sie den Stand von EgoKids und natürlich auch alle anderen Hersteller, aber dieses spezielle Fahrrad, dieser spezielle Hersteller aus Österreich ist in der Lage, Sie auf 70 km/h mit einem E-Bike zu beschleunigen, mit Wheelie-Garantie. Wenn das keine Einladung ist, dann weiß ich auch nicht. Danke Mario und vielen Dank. Viel Erfolg. Danke sehr.